Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Vermittlungsnachricht ist heute nur für zwei der vor einer Woche vorgestellten Katzen-Teenager positiv. Für zwei der vier Samtpfötchen haben sich Interessenten gemeldet. Die beiden anderen warten noch sehnsüchtig auf Katzenfreunde, die ihnen neue Katzenwelten eröffnen. Heute stellen wir wieder zwei gefundene Kater vor. Wir beginnen mit einem sehr schönen rot-weißen Kater, der am 5. Oktober im Gothaer Wohngebiet an den 100 Äckern gefunden wurde. Der Kater ist kastriert und sehr gepflegt. Tierheim-Mitarbeiterin Conny Herbel glaubt, dass der schüchterne, aber sehr menschenbezogene Kater ein Zuhause hat. Er wollte anfangs in der Arche nur überhaupt nichts essen. Erst als Conny Herbel ihn per Hand fütterte, nahm er etwas zu sich. Das Samtpfötchen wird auf ungefähr 7 Jahre geschätzt. Auf diesem Weg sollen seine Besitzer oder Bekannte und Nachbarn den Schönen erkennen, damit er schnell aus seiner misslichen Lage befreit werden kann. Außerdem stellen wir noch ein sehr junges schwarzes Katzenmädchen mit einem weißen Lätzchen vor. Es wird auf ungefähr 1 Jahr geschätzt. Das Miezchen wurde in Gotha in der Langen Gasse gefunden und zu ihrem Schutz in die Arche Noah gebracht. Diese Gegend der Stadt ist sehr befahren und das Morla hat in diesem Alter noch keine Erfahrung mit den schnellen Autos. Wahrscheinlich hat das Kätzchen schon immer Freigang genossen, denn es versucht ständig nach draußen zu gelangen. Ihre Augen suchen permanent den Raum nach einer Fluchtmöglichkeit ab. Das ist für die Mieze sehr stressig, weshalb es wichtig wäre, dass sie so schnell wie möglich aus dieser Situation befreit wird. Falls sich kein Besitzer meldet, soll die Katze möglichst schnell zu neuen Menschen gegeben werden, bei denen sie auch Freigang genießen kann. Natürlich soll ihr neues Revier nicht an einer befahrenen Straße liegen. Hoffentlich kann das niedliche Morle bald in die Freiheit entlassen werden, denn sie leidet sehr unter den Begrenzungen im Tierheim.